bin auch froh, dass ihr mir längere Redezeit geben als 3 Minuten. Auch das freut mich. Das zeigt ihr, ja, ihr Verständnis auch, wie sie mit Minderheiten umgehen kann. Ich möchte das, was ich Ihnen in den nächsten, halben Stunde, 3-4 Stunden darstelle, vielleicht in 2 Blöcke einteilen. Zum einen, wie ich die Situation des Euro sehe, und zweitens, was eigentlich die Ursache dieser Krise ist und wie man eigentlich aus dieser Situation, naja, vielleicht evolutorisch herauskommt. So will ich es mal vorsichtig formulieren. Beginnen möchte ich mit der Situation des Euro. Es geht eigentlich nicht um den Euro. Es geht auch nicht um die Überschuldungskrise in Europa aktuell. Sondern in Europa geht es jetzt eigentlich um eine Weichenstellung. Die einen, die wollen Europa in eine neue Form des Zentralismus führen. Nennen das Bundesstaat, wenn sie ehrlich sind. Wenn sie nicht so ehrlich sind, sagen sie Eurobonds dazu, sagen sie Elitebonds dazu, sagen sie Banklizenz für irgendwas dazu. Ja, sagen, die EZB muss in eine immer stärkere Rolle kommen. Also diejenigen, die das sagen, die wollen letztendlich eine Vergemeinschaftung der Schulden, eine Sozialisierung der Schulden in Europa erreichen, mit dem Ziel, einen neuen europäischen Superstaat zu schaffen, neuer Art. Das ist das eine. Ja, das will die Kommission. Die will mehr Macht haben, die will eigene Steuern verteilen können, deshalb sind sie auch für eine Finanztransaktionssteuer, nicht weil das die nächste Krise verhindert, sondern weil sie endlich eine eigene Steuer haben wollen. Sie wollen sich auch selbst verschulden, auch dafür ist diese Euro-Krise jetzt aktuell der Anlass. Damit kann die EU sich aktuell zum ersten Mal selbst verschulden, über einen Teil des derzeitigen Rettungsmechanismus, EFSM heißt der genau genommen. Das heißt, über diesen Weg will die Kommission eigentlich den Weg in den Zentralismus, in eine neue Art des Superstaates in Europa führen. Dieser Weg ist aber nicht demokratisch legitimiert. Sie werden nicht darüber gefragt, ob Sie in eine neue Staatlichkeit wechseln wollen, sondern das wird durch die kalte Küche versucht. Es wird versucht, über die Instrumentarien, die Sie jetzt seit 2 Jahren immer wieder in den Medien lesen, über diesen Weg wird versucht, über die kalte Küche quasi eine neue Staatlichkeit auf europäischer Ebene zu schaffen. Unser Grundgesetz sagt, wer das will, der muss die Bevölkerung fragen bei so einer Situation. Der muss die Menschen fragen. Das ist der einzige Grund nach unserem Grundgesetz, wann am Ende eine Volksabstimmung über eine neue Verfassung dann stattzufinden hat. Das heißt, all das, was jetzt geschieht, jetzt natürlich unterschiedliche Rechtsauffassungen, ich sage Ihnen meine, führt dazu, dass im Kern die Menschen gefragt werden müssen, ob sie das überhaupt wollen. Ich habe so eine Ahnung, was die Bürger in Europa darüber denken. Aber sei es drum. Also diejenigen, die das aktuell wollen, die wollen Europa in eine neue Form des Zentralismus führen. Und die anderen, zu denen gehöre ich, die wollen ein Europa des Rechts, der Rechtsstaatlichkeit und der Marktwirtschaft. Die wollen, dass derjenige, der Risiken eingeht in Europa, dass derjenige für sein Risiko haften muss und die Verantwortung für sein Handeln übernehmen muss. Ja, so wie Sie, wenn Sie selbstständig sind oder wären, ja, wenn Sie keinen Kunden mehr haben und Sie haben mehr Kosten als Einnahmen und das dauerhaft, dann wird es irgendwann, ja, müssen Sie am Ende die Hand heben, sich insolvent anmelden und am Ende haften Sie mit Haut und Haar dafür. Ja, wenn Sie ein Familienunternehmen sind, dann sogar noch Ihre Familie gegebenenfalls. Und die Mitarbeiter noch dazu. Das heißt, unser Wirtschaftssystem sieht das Scheitern ausdrücklich vor. Das Scheitern ist eine notwendige Bedingung für unser Wirtschaftssystem.
Ja, es gibt Gewinner und es gibt Verlierer. Und die Gewinner, wenn die sehen, es scheitern auch welche, dann verhalten sie sich anders. Ja, dann gehen sie vorsichtiger an ihre Investitionen, an ihre unternehmerischen Entscheidungen heran. Das heißt, das ist eine zwingende Voraussetzung für unsere marktwirtschaftliche Ordnung, dass derjenige, der Risiken eingeht, dafür haftet und die Verantwortung übernimmt. Nur in der Finanzkrise haben wir dieses Prinzip, dieses tragende Prinzip der Marktwirtschaft außer Kraft gesetzt. Diejenigen, die haften sollen, die Banken, die sagen, wir sind systemrelevant. Wenn wir pleite gehen, dann bricht die Welt zusammen. Und wenn wir pleite gehen und die Welt bricht zusammen, dann habt ihr ganz andere Probleme plötzlich. Und deshalb müsst ihr uns retten. Und die Nehmerstaaten in Europa, die sagen, wenn wir uns nicht mehr refinanzieren können, dann hat das einen Dominoeffekt, dann führt das dazu, dass Banken in Schieflage geraten, die müssen dann ihre Bestände an Staatsanleihen unseres Landes, müssen die Werte berichtigen, das geht auf deren Eigenkapital, was sie nicht haben. Und dann sind die pleite und alle haben ein Problem. Das heißt, die Nehmerstaaten und die Banken, die Presse, die Geberstaaten und letztendlich den europäischen Steuerzahler, uns alle, indem sie sagen, wenn er uns nicht hilft, dann bricht alles zusammen. Das Problem ist nur, wenn man das einmal macht, dann muss man es immer wieder machen. Dann sind die Länder jetzt aktuell, die ihre Reform noch nicht so erfüllen, wie sie es ursprünglich versprochen haben, ja, die sind in einer relativ guten Position. Weil die können sagen, ja, wir haben es leider nicht geschafft, aber beim nächsten Mal, dann machen wir es richtig. Ja, und die Geberstaaten, die können dann nicht sagen, wir lassen den Zahlungsstrom jetzt versiegen, sondern die müssen am Ende immer weiter zahlen, unabhängig davon, ob die Reformen umgesetzt werden oder nicht. Das heißt, wir sind in einem Dilemma, die unsere marktwirtschaftliche Ordnung im Kern zerstört. Ja, weil derjenige, der investiert, der das Risiko eingeht, der haftet nicht für sein Handeln. Und zweitens ist das, was in Europa stattfindet, ein kollektiver Rechtsbruch. Diejenigen, die sich in Europa, die 27, die sich auf einen gemeinsamen Vertrag verständigt haben, auf den Lissabon-Vertrag, auf den Maastricht-Vertrag, wie sie alle heißen, die haben das alle zu gleichen Bedingungen gemacht, haben Volksabstimmungen teilweise gemacht, haben es ratifiziert in jedem Land. Ja? Und das Versprechen war, dass sich alle an die Regeln halten. Und dass die Hüterin der Verträge, die Europäische Kommission, die Regeln im Zweifel durchsetzt. Und wir stellen jetzt fest, es hält sich zum einen keiner an Regeln und zweitens setzt es auch keiner durch. Also Europa, die Europäische Union, der Euroraum ist keine Rechtsgemeinschaft. Und es ist deshalb ein kollektiver Rechtsbruch, weil diejenigen, die dagegen vorgehen könnten, vor dem Europäischen Gerichtshof, die haben sich darauf verständigt, kollektiv das Recht zu brechen. Also die Staaten, die Kommission, das Parlament, die EZB, ja, alle haben gesagt, die Not ist so groß, das Recht wischen wir einfach mal beiseite. Und jetzt glauben viele, naja, das Problem war das Recht. Wir müssen das einfach ein bisschen besser machen. Ja, wir haben das schlecht gemacht damals. Und deshalb sage ich jetzt viele, jetzt brauchen wir neue Regeln. Fiskalunion und ESM und andere Dinge. In der Hoffnung, dass das diesmal besser klappt. Aber eins hat man vergessen. Es gibt nach wie vor keinen institutionalisierten Rahmen, der ermöglicht, dass diesmal das Recht eingehalten wird, geschweige denn, dass es durchgesetzt werden kann. Das heißt, wir stehen nach wie vor vor dem gleichen Dilemma.
Das heißt, das, was wir aktuell feststellen, ist ein Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit und ist ein Verstoß gegen die Marktwirtschaft. Und jetzt sagen diejenigen, ja, alles schön und gut, aber die Not ist so groß. Da sage ich, ja, aber wenn man das im Kleinen beginnt, dann muss man es unendlich fortsetzen. Ich habe den Vorteil, dass ich sagen kann, na, jetzt haben wir schon 2 Jahre Krise hinter uns, jetzt können wir mal schauen, was das eigentlich gebracht hat. Also bei Griechenland, als der Deutsche Bundestag am 7. Mai 2010 über Griechenland entschieden hat, über die erste Griechenlandrettung über 110 Milliarden Euro, da hat man gesagt, na, jetzt brauchen wir eine hohe Brandmauer, dass kein weiteres Land infiziert wird. Das Versprechen war, Griechenland soll 3 Jahre vom Markt genommen werden, dann sollen die Reformen machen und nach 3 Jahren sollen die wieder zurück an den Anleihenmarkt gehen können und neue Anleihen, also Schulden, emittieren können. Das war das Versprechen. Wie Sie wissen, hat das alles keine 24 Stunden gehalten. Am Abend des 7. Mai traf sich die Finanzminister schon wieder und haben gesagt, oh, da kommt eine ganz dicke Wolke auf uns zu, wir müssen schnell was machen. Wir müssen zur Abschreckung der Märkte müssen wir einen Schirm schaffen, der ein Volumen von 750 Milliarden Euro dann am Ende hat, damit kein Land runterschlüpft. Damit die Märkte schon sehen, sie haben keine Chance gegen die Staatengemeinschaft. Heute wissen wir, das hat auch kein Vierteljahr gehalten. Schon im Herbst war dann Irland der erste Fall, der unter den Rettungsschirm musste, und da hieß es, Irland ist ein Sonderfall, die haben ein besonderes Bankenproblem, ansonsten sind die volkswirtschaftlich gut aufgestellt, aber wir müssen sie schnell unter den Rettungsschirm nehmen, damit Portugal nicht unter den Rettungsschirm muss. Bei Portugal, da stiegen die Renditen der Anleihen und deshalb müssen die jetzt schnell drunter. Kam Irland unter den Rettungsschirm, kurze Zeit später war Portugal das nächste Land. Und da hieß es, ja, jetzt ist Portugal unter den Rettungsschirm, jetzt kann das passieren, wenn jetzt Italien, Spanien infiziert werden, dann reicht das Volumen nicht aus. Deshalb müssen wir dieses Volumen hebeln. Wir müssen das, was wir an Garantien gegeben haben, das müssen wir durch finanztechnische Instrumente, müssen wir das vergrößern. Ja, das Risiko letztendlich für den Steuerzahler zusätzlich erhöhen. Auch das wurde gemacht, am 19. September im Deutschen Bundestag beschlossen. Das war zum ersten Mal, als ich 5 Minuten reden durfte zu diesem Thema. Ich kann mich erinnern. Hat der Demokratie, glaube ich, nicht geschadet am Ende, aber das wird unterschiedlich gesehen, zumindest im Deutschen Bundestag. Und da hieß es, ja, dieser vorübergehende Rettungsschirm, den müssen wir jetzt verstetigen. Den müssen wir jetzt dauerhaft einrichten. Und das wird jetzt am 26. Mai diesen Jahres sehr wahrscheinlich vom Deutschen Bundestag in dritter Lesung beschlossen, also der ESM. Und da heißt es, ja, der ESM, das ist zwar eine neue Brandmauer, aber wir müssen als Deutsche dafür sorgen, dass die deutsche Haushaltskultur, Sparkultur auch in den anderen Ländern übernommen wird. Und deshalb hat die Bundesregierung gesagt, ja, neben dem ESM müssen wir einen Fiskalpakt stellen, der die Länder, insbesondere in Südeuropa, dazu zwingt, in ihrer eigenen Verfassung eine Schuldengrenze nach deutschem Vorbild zu verankern. Und diese Schuldenbremse, auf die sind wir sehr stolz in Deutschland, weil wir glauben, sie funktioniert. Inzwischen gibt es erste Anzeichen, sie funktioniert nicht. Aber ist ja egal, wir sagen trotzdem, die anderen müssen das übernehmen. Sie wird in Deutschland schon nicht funktionieren, weil vielleicht der Bund sich an die Regeln hält, aber die Länder werden sie in der Summe nicht tun. Ja, wir haben Nordrhein-Westfalen, jetzt Wahlkampf. In den nächsten Wochen wird der Nordrhein-Westfälische Landtag gewählt. Es steht heute mit hoher Wahrscheinlichkeit fest, dass Nordrhein-Westfalen die Schuldengrenze im Jahr 2020 nicht einhalten wird, weil
das strukturelle Defizit sehr, sehr hoch ist und es nicht adäquat abgebaut wird. Das bedeutet, Schuldengrenzen im Grundgesetz sind nicht schlecht, aber wir hatten über viele Jahrzehnte einen Vorgänger der jetzigen Schuldengrenze, hat auch nicht funktioniert. Die Maastricht-Kriterien waren eine Schuldengrenze. Haben sie funktioniert? Nein. Sind 93 Mal gebrochen worden, zumindest das Neuverschuldungskriterium, ohne dass jemals Sanktionen eingeleitet wurden. Das heißt, Regeln in eine Verfassung zu schreiben, ist das eine. Oder in einen europäischen Vertrag Regeln zu schreiben, ist das eine. Aber das andere ist, ob sie gelebt werden. Länder, die in ihrer gesamtstaatlichen Verschuldung niedriger sind, da ist es nicht so sehr von Bedeutung, ob die das in der Verfassung stehen haben, sondern das ist eine kulturelle Frage dieser Länder. Also, dass die Schweiz eine der niedrigsten Verschuldungen weltweit hat, ja, den niedrigsten Staatsanteil vieler Länder in Europa hat, trotzdem einer der höchsten Wohlstände in Europa hat, hat nichts damit zu tun, dass die eine tolle Verfassung haben. Es hat auch weniger damit zu tun, dass die besonders gute geografische Verhältnisse haben. Ja, die haben hohe Berge, müssen was durchbohren, wir haben tiefe Täler, müssen Brücken bauen, also schlechte Böden, ja, haben keine Rohstoffe. Bisschen Tourismus jetzt, aber das ist aktuell auch nicht mehr so viel. Also das heißt, sie haben eigentlich keine natürlichen Voraussetzungen, dass sie besonders wohlhabend sind. Aber dennoch gelingt es ihnen, ja, an die Spitze in Europa zu kommen. Das Gleiche kann man auch für Baden-Württemberg sagen. Etwas abgemildert vielleicht. Ja? Das heißt, das hat nichts damit zu tun, welche Rohstoffe oder was man in die Verfassung schreibt, sondern das ist eine kulturelle Frage. Ja, die Schweizer, die mussten sich mehr anstrengen. Die mussten höhere Hürden überwinden. Die mussten nicht selbst helfen, weil in die nächste Stadt war sie eben unheimlich weit. Ja, die mussten stärker kämpfen. Das heißt, es ist eine kulturelle Mentalitätsfrage, ob Länder eher den Staat zurückdrängen wollen oder ob sie dem Staat größere Verantwortung zumessen oder nicht. Ja, und wir Deutschen haben wieder eine andere Tradition, die sich etwas preußischer geprägt ist, wenn ich das so sagen darf. Das heißt, das ist eigentlich entscheidend. Und die Voraussetzung für dieses Prinzip ist die Haftung. Das ist die Voraussetzung, dass das funktioniert. Ja, wenn jemand immer von Fremden geholfen wird, so wie das jetzt aktuell in Europa ist, wenn die Verantwortung nicht mehr zuordnenbar ist, naja, dann richtet man sich ein. Griechen, hat heute die Europäische Kommission gesagt, die hat inzwischen Garantiezusagen von 33.600 Euro pro griechischem Bürger, Mensch bekommen. Ja? So eine C-Klasse für jeden. Ja? Aber ohne dass das hilft, das ist doch das Entscheidende. Ja, wir diskutieren in Europa, wie eigentlich diese Europäische Union oder wie die Griechen jetzt wettbewerbsfähig werden. Weil man hat festgestellt, deren aktuelles Problem ist die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit, die führt zu hohen Soziallasten und die sprengen deren Haushalte. Und deshalb wollen wir jetzt diese Haushalte letztendlich subventionieren durch letztendlich Transferzahlungen, mittelbar zumindest. Das sind jetzt natürlich Garantien und so weiter, aber jedem ist klar, das werden die natürlich nie zurückzahlen und deshalb sind es natürlich am Ende Transferzahlungen. Aber das, was derzeit passiert in Europa, in Griechenland insbesondere, das führt nicht dazu, dass sie wettbewerbsfähiger werden, sondern die Schere in Europa im Euroraum geht immer stärker auseinander. Ja, Deutschland ist im vorletzten Jahr 3,7% gewachsen, im letzten Jahr 3%, in diesem Jahr vielleicht 1-2%, je nachdem, wie es weitergeht. Und die anderen Länder schrumpfen. Ja, 6-7%. Das heißt, die Schere geht immer weiter auseinander. Und das können Sie mit keinen Transferleistungen
staatlicherseits auffangen. Ja, das können Sie mal ein Jahr machen, aber für Griechenland ist klar, entweder Sie treten aus der Eurozone aus, führen eine neue Währung ein, werden die La, verständigen sich mit Ihren Gläubigen auf einen erneuten Gläubigerschnitt oder Schuldenschnitt, oder Sie hängen dauerhaft am Tropf der europäischen Geberstaaten. Mit allen Folgen, die das für deren Rechtsstaatlichkeit, Demokratie hat. Das ist ja kein Vergnügen, was die derzeit durchmachen. Ja, stellen Sie sich das mal vor, wenn die Amerikaner oder die Engländer oder die Franzosen in Deutschland daherkämen und sagen würden, ihr müsst dies und jenes und Folgendes machen und ihr als Parlament in Deutschland, im Deutschen Bundestag, ihr müsst das eigentlich nur umsetzen. Aber was zu machen ist, das sagen wir. Ich ahne mal, es gibt ein paar geschichtliche Beispiele dafür in Deutschland, das hat nicht wirklich funktioniert. Das heißt, das untergräbt das demokratische Gemeinwesen. Das wird auf Dauer nicht funktionieren, dass man mit dem Sparkommissar versucht, ja, Politik und Wettbewerbsfähigkeit in diesem Land zu erzwingen. Das müssen die Menschen selbst verstehen. Das müssen die Griechen selbst verstehen, dass das notwendig ist. Und wenn sie es selbst nicht verstehen, ja, dann können sie noch so sehr mit dem Sparkommissar kommen und die reine Lehre vertreten. Es wird nicht funktionieren. Und das stellen wir jetzt fest. Auch schon nach 2 Jahren, schon nach 1 Jahr hat man das festgestellt. Aber man redet sich schön und tut so, wenn es funktioniert. Das funktioniert nicht. Das merkt man jetzt. Es ist ein Land infiziert worden. Dem hat man geholfen. Ja, man kann Irland, Portugal dazu. Jetzt ist Spanien das nächste Land. Dann wird Portugal erneut infiziert werden, weil die eng verflochten sind. Ja, die Verschuldungskrise, die frisst sich eigentlich wie ein Wurm ins System und irgendwann erreicht sie eben die Mitte in Europa, sprich uns, weil die Märkte sagen, die Lasten, die hier aufgebaut werden, die werden implizit irgendwann mal uns zugerechnet. Das heißt, unsere Leistungsfähigkeit, die aufgrund unserer aktuellen wirtschaftlichen Situation vorhanden ist, die wird irgendwann mal, oder die sondern die wird sukzessive eben auf unsere eigene, also die Probleme, die dort sind, sukzessive auf unsere eigene Bonität gerechnet. Ja, und das hat erhöhte Finanzierungskosten, das führt dazu, dass eben unsere Haushalte weiter belastet werden. Das hätte man alles wissen können, denn es gibt genügend Anschauungsbeispiele in unserem eigenen Land. Es gibt Sparkommissare, ich weiß nicht, ob es sowas in Baden-Württemberg auch gibt, ist ja ein Olaf, das Reiche Land, noch und. Aber ich komme aus Nordrhein-Westfalen, Ruhrgebiet, kommt zwar aus Ostwestfalen, das ist quasi das Ländle Nordrhein-Westfalens, aber das Ruhrgebiet ist das Gegenteil. Ja, da gibt es Städte wie Oberhausen und wie Gelsenkirchen und die Emscher-Lippe-Region, ja, die sind genauso pleite. Ich will nicht sagen Griechenland, aber die sind auch überschuldet. Ja? Da ist es wurscht, ob die jetzt sparen oder nicht. Das hat keine Wirkung mehr. Ja, die hängen auch nur noch am Tropf des Landes. Und das Land hat jetzt einen Sparkommissar eingesetzt. Nicht jetzt, sondern schon über längere Zeit. Eine Bezirksregierung. Und die müssen alle ihre größeren Ausgaben müssen da genehmigen lassen. Hat das irgendwas an der Situation von Gelsenkirchen oder Recklinghausen oder wie sie alle heißt geändert? Nein. Die haben sich da schön eingerichtet. Ja, ich habe bei mir eine Kommune in Horta Westfalica, schöner Ort übrigens, kann man besuchen, das Tor Westfalens. Und die haben ein Schwimmbad. Da war ich vor einigen Monaten mit meinen beiden Kindern und mit meinem Cousin, der auch 2 Kinder hat. Habe ich gesagt, weil ich großzügig habe, gesagt, den Eintritt zahle ich diesmal. War ein schönes Schwimmbad. Da habe ich, glaube ich, 12 Euro Eintritt bezahlt für alle Mann und Maus. Ja, ist auch eine Kommune, die vom Sparkommissar überwacht wird. Das heißt, diese Kommunen haben keine Anreize dazu, sich wirtschaftlich zu verhalten, sondern die wollen eben ihre Lebensqualität für ihre Bürger erhalten und die können die Verantwortung im Zweifel immer auf den Sparkommissar verschieben. Das heißt, wir haben genügend
guten Beispiel in Deutschland, dass das nicht funktioniert. Und wenn es funktionieren würde, dann würde man das auch auf Länder wie Bremen oder wie das Land Berlin oder wie das Saarland längst ausweiten, wenn das so eine tolle Idee ist. Ja, die sind ja auch pleite. Aber das macht man nicht, weil es da verfassungsrechtliche Hürden gibt. Das heißt, man kann nicht alles gegen den Willen der Bevölkerung machen, wenn die Saarländer auch durch unseren Länderfinanzausgleich sich da eingerichtet haben, ja, dann können wir nichts dagegen tun. Ja. Aber das gleiche Prinzip, was in Griechenland schon nicht funktioniert, funktioniert leider im Saarland auch nicht. Ja. Die Risiken, die eingehen, da tragen sie nicht die Verantwortung für Risiken. Sie haften nicht für das, was sie tun. Wenn sie sich eine teure Landesregierung leisten, einen teuren Parlament und teure Ministerien, dann können sie das eigentlich tun, aber die Frage ist natürlich, wieso die Baden-Württemberg, wieso die Hessen und wieso andere dieses Risiko mitfinanzieren müssen. Ja? Also Risiko und Haftung ist auch ein Problem unseres deutschen Föderalismus und deshalb ist das natürlich auch da ein wirkliches Thema. Jetzt ist die Frage, wie geht es eigentlich im Euroraum weiter? Ich glaube, es gibt mehrere Szenarien. Das erste Szenario ist das, in dem wir uns jetzt aktuell schon befinden. Das ist der Weg in die Transferunion, die Haftungsgemeinschaft. Das, was jetzt passiert, ist im Kern eine Umschuldung, eine Verteilung der Schulden über alle. Ja, das heißt nur ein bisschen anders, aber im Kern sind diese Rettungsschirme und so, ist letztendlich eine Kollektivierung der Schulden. Auch das, was die EZB macht, mit ihren Zahlungsbilanzforderungen auf der einen Seite, die einzelnen Notenbanken gegenüber den Nehmerstaaten haben, das ist letztendlich auch eine Umverteilung der Schuldenlast in Europa, ähnlich wie das Aufkaufprogramm der EZB bei den Staatsanleihen ist. Auch das ist letztendlich eine Monetarisierung der Schulden dieser Länder. Und der Geschichte des Geldes hat die Monetarisierung der Schulden durch die Notenbank immer zur Inflation geführt. Sehr häufig zu Überinflation, sehr häufig auch zu Währungsschnitten geführt. Deshalb ist das, was die EZB aktuell macht, nicht irgendwie eine Bagatelle oder so. Ja, das ist mal ganz klein angefangen bei Griechenland, bei Portugal oder bei Irland. Im letzten Jahr, August, als dann Herr Stark, der deutsche Vertreter im Direktorium, zurückgetreten ist, hat sich auf Italien und Spanien ausgeweitet. Das heißt, die EZB befindet sich auch in einer Interventionsspirale, in der sie auch nicht wieder so einfach rauskommt. Sie macht es jetzt nur ein bisschen intelligenter. Sie hat jetzt einen neuen Präsidenten, Herrn Draghi, einen Italiener, der mehr Erfahrung wahrscheinlich mit Inflation hat und deshalb hat er einen klugen Trick angewandt. Er hat gesagt, ja, es ist nicht so schlau, wenn wir die Papiere kaufen als EZB, weil dann sagen so die Deutschen auch, das ist doch so eine Monetarisierung, das ist doch verboten an sich. Wir machen es geschickter, wir geben den Banken für 3 Jahre 1000 Milliarden Euro und dann sollen die kaufen. Das ist doch viel schlauer. Ja? Das haben die auch gemacht, insbesondere die Banken dieser Länder, die in Probleme sind. Die Spanier aktuell, die Griechen und so weiter. Und da sich die anderen Banken aus diesen Ländern zurückziehen, für das, was man eigentlich verhindern will, dass sich die Krise entspannt, die wird dadurch verschärft. Ja, die griechischen Banken sind vollgesogen mit eigenen Staatspapieren. Die spanischen Banken sind noch stärker vollgesogen mit eigenen Staatspapieren. Und wenn jetzt was passiert, ja, dann sind diese Banken noch systemrelevanter, ja, und sagen, ja, jetzt müssen wir uns noch mehr helfen, denn wenn das alles, das will doch keiner. Ja, das heißt, das, was die EZB macht, ist eigentlich eine Versündigung der Grundsätze der gemeinsamen Währung, denn die ist eben auf 3 Säulen gestellt worden. Die erste Säule war die Unabhängigkeit der Notenbank, der EZB. Sie sollte auf Preisstabilität eine ausgerichtete Politik machen. Was immer das auch heißt, Preisstabilität. Da komme ich gleich nochmal dazu. Das zweite ist
Das sind die Maastricht-Kriterien, die Sie alle kennen. Und das dritte war, dass kein Land für die Schulden eines anderen Landes haften sollte oder für diese Schulden eintreten sollte, die sogenannte No-Bail-Out-Klausel. Und alle drei Kriterien, die Grund, kann man durchaus ein Fragezeichen dran machen, ja, wenn die deutschen Vertreter überstimmt werden, ja, wenn diese Staatsanleihen zwar indirekt aufgekauft werden, ja, und die EZB sagt, ja, das ist doch erlaubt, aber ja, wenn letztendlich trotzdem der Geist dieser Regelung verletzt wird. Das zweite sind die Maastricht-Kriterien, die, ich sagte es ja schon, gar nicht funktioniert haben. Da sagt man natürlich, ja, Deutschland, ihr seid auch selbst schuld, ihr habt doch damals 2003 die Maastricht-Kriterien unter Hans Eichel und Gerhard Schröder als Bundeskanzler gebrochen. Ja, das ist alles richtig. Und das muss man denen auch vorwerfen, auch mit Recht vorwerfen. Ja, weil damit wurde der Schlendrian erst recht auch legitimiert. Aber nur weil einer die Gartentür auflässt, heißt das nicht, dass ein anderer in die Wohnung ausräumen darf. Und so ähnlich ist diese Diskussion, denn das dritte Kriterium galt für alle auch, dass keiner für die Schulden eines anderen Landes haftet oder für diese Schulden eintritt. Und auch das wurde beiseite gewischt, eben am 7. Mai und dann am 21. Mai 2010. Das heißt, wir sind auf einer schiefen Bahn, auf der wir ohne rechtsstaatliche Prinzipien und die Regeln der Marktwirtschaft nicht zurückkommen. Und deshalb lassen wir mich zum zum zweiten Teil kommen, was eigentlich die Ursache dieser Krise ist. Ja? Denn im Gegensatz zu dieser Überschuldungskrise, oder nicht im Gegensatz, aber die Überschuldungskrise in Europa, ist ja nicht nur ein europäisches Phänomen von Griechenland, von Portugal, von Spanien, Italien, sondern eigentlich ist das ein weltweites Phänomen. Das ist ein Phänomen unseres Geldsystems. Und die Ursache hat viel mit unserem Geldsystem zu tun. Und deshalb will ich Ihnen eine Folie zeigen. Ich will Ihnen zeigen, wie die Krise entstanden ist. Die Krise in Amerika in den Jahren 98 bis 2008. Man könnte das auch weiter zurück in die 70er Jahre hinein vollziehen, aber der Zusammenhang ist dann trotzdem der gleiche. Da zeigt Ihnen die wirtschaftliche Entwicklung, in Amerika 1998 bis 2008, in 10 Jahren. Die untere schwarze Linie, das ist das Wirtschaftswachstum, das reale Wirtschaftswachstum in Amerika, ist um rund 30% in diesen 10 Jahren gestiegen. Die rote Linie, das ist die Geldmengenentwicklung in Amerika. Die breiteste Geldmenge, die veröffentlicht wird in Amerika, M2. Die ist in der gleichen Zeit um rund 120% gestiegen. Und das, was Banken an Kredit produziert haben, das ist in der gleichen Zeit um 140% gestiegen. Das heißt, Amerika, die USA haben eigentlich eine bescheidene wirtschaftliche Entwicklung gehabt in diesen 10 Jahren, haben aber das mit immer mehr Verschuldung letztendlich finanziert. Und jetzt ist die Frage, wer dieses ganze neue Geld bekommt. Ist da jeder gleich reich geworden? Oder gab es da Unterschiede? Nein, sind nicht alle gleich reich geworden, sondern profitiert haben von dieser Geldmengenausweitung die das Geld produziert haben, also die Banken, durch die Kreditvergabe, denn Kreditvergabe ist nichts anderes als Geld schaffen, und der Staat, ja, der dieses Geld auch zuerst verteilt. Das heißt, es gibt welche, die davon profitieren, es gibt welche, die weniger davon profitieren. Die auch davon profitieren, sind diejenigen, die in Vermögensgüter investiert haben in dieser Zeit. Die Immobilien. Ja, das war die Basis der Subprime-Krise in Amerika. Die ist verbunden worden mit einer falschen Sozialpolitik. Hat Minderheiten, wo es leichter möglich sein, an
mobile Kredite zu kommen. Das wird staatlich reglementiert. Banken wurden gezwungen, nach gewissen Quoten auch an Minderheiten Kredite zu vergeben. Aber letztendlich ist das begleitet worden durch eine Niedrigzinspolitik der amerikanischen Notenbank, die die Kreditvergaben der Banken erleichtert hat und letztendlich die Finanzierung dieser Kredite durch die Häuserkäufer und Bauer auch erleichtert hat. Das hat einen Nachfrageschub ausgelöst, der dazu geführt hat, dass die Immobilienpreise in Amerika in die Höhe geschnellt sind. Man konnte diese Immobilien weiter beleihen, konnte davon ein Auto kaufen, konnte in Urlaub fahren und so weiter und so fort. Da die Amerikaner eine variable Verzinsung ihrer Immobilienkredite haben, anders als bei uns, hat das als die Notenbank dann die Zinsen angepasst hat, irgendwann dazu geführt, dass die Immobilienbesitzer ihre Kredite nicht mehr bezahlen konnten, die Immobilienkredite notleidend wurden, deshalb Subprime, und am Ende die Banken auf ihren Krediten sitzen geblieben sind. Sie mussten die wertberichtigen. Wenn sie die wertberichtigen müssen, geht das aufs Eigenkapital. Und da Banken kein Eigenkapital haben, aber ganz wenig, sind sie halt in Schieflage geraten. Und jetzt muss der amerikanische Staat für diese Kredite letztendlich bürgen und haften. Und da das weltweit verteilt wurde, weil diese Kredite auch noch verbrieft wurden, kamen so Landesbanken wie die West-LB oder die Landesbank Baden-Württemberg oder die Bayern-LB auf die schlaue Idee, gerade in diese tollen Papiere zu investieren, weil sie ein Zeitfenster hatten zwischen 2001 und 2005, wo sie unter Staatsgarantie noch Anleihen begeben konnten. Danach war das vorbei und dann haben sie sich nochmal richtig einen Schluck aus der Pulle genommen für 300, 400 Milliarden Euro Staatsanleihen mit Staatsgarantie begeben und dieses Geld nicht in den Mittelstand in Baden-Württemberg investiert, sondern in den kleineren Mittelstand in Amerika investiert, in die Häuslebauer und so weiter. Und das ist jetzt notleidend geworden. Und das führt jetzt in Deutschland dazu, dass die Landesbanken und damit Landeshaushalte in ganz Deutschland in Schieflage geraten, aufgrund dieses Zusammenhangs. Das heißt, in der Erscheinung damals wäre der als nordrhein-westfälischer Finanzminister nicht nach Brüssel gefahren, hätte diese Übergangsregelung von 2001 bis 2005 verhandelt, dann hätten die Landesbanken viel schneller sich umstellen müssen nach 2001 und hätten wahrscheinlich diesen ganzen Unsinn damals nicht gemacht und der Steuerzahler wäre verschont worden oder zumindest einigermaßen. Also daran sehen Sie, politisches Handeln hat auch immer ganz konkrete Auswirkungen auf Ihr Portemonnaie. Gut, deshalb zeige ich Ihnen die andere Seite. Das ist nicht die gleiche Folie, das ist eine andere. Das ist der Euroraum. Gleiche Zeitraum, da ist die Wirtschaft, die schwarze Linie, um 20% gestiegen. Die Geldmenge, wir haben eine breitere Geldmengendefinition, M3, die ist um knapp 130% gestiegen. Und die Kreditmenge ist um 160% gestiegen. Das heißt, wir haben das gleiche Phänomen in Europa auch, so wie es die Amerikaner eigentlich auch haben. Und auch wir haben die gleichen Symptome der Krise wie die Amerikaner. Wir haben auch eine Immobilienkrise, zwar nicht in Deutschland, aber in Spanien. Ja, das lesen wir jetzt aktuell wieder jeden Tag in der Zeitung. Die spanische Mittelmeerküste ist voll mit Immobilien, die keiner braucht, die nicht fertiggestellt wurden. Ja, dieses billige Geld der Notenbanken hat dazu geführt, dass die Immobilienkredite billig wurden, ja, dass eine Baukonjunktur angekurbelt wurde, ja, und jetzt Immobilien aufgestellt wurden, die eigentlich gar keiner braucht. Das heißt, das haben wir in Europa genauso erlebt und das ist die aktuelle Krise von Spanien. Denn Spanien hat keine hohe gesamtstaatliche Verschuldung, aber sie haben eine implizite Verschuldung ihres Bankensektors, weil diese ganzen Immobilienkredite nicht wirklich abgeschrieben sind. Ja, und die ganzen Investoren sagen jetzt, naja, da kommt ja noch mal was bei Spanien. Ja, die haben das ja noch gar nicht so richtig korrigiert. Der spanische Staat geht inzwischen davon aus, dass 50 Milliarden dieser
oder 50 Milliarden benötigt werden, um die spanischen Banken zu rekapitalisieren. Das, was man jetzt in den Zeitungen liest, bedeutet letztendlich, dass das nie ausreicht. Ja, die Investoren sagen, das ist wahrscheinlich erheblich mehr. Und das verunsichert die Situation aktuell in Spanien. Das, was die Spanier bei den Immobilien gemacht haben, haben die Griechen beim Staatskredit gemacht. Ja, die Griechen, als sie in die Krise gegangen sind, hatten die einen riesigen Staatsapparat. Ja, der Militärausgaben, die waren dreimal so hoch wie die Portugal, obwohl das Land genauso groß ist. Ja, Griechenland hat eine der größten Panzerarmeen in Europa. Haben wir auch letztes Jahr noch gebrauchte amerikanische Panzer gekauft, 500 Stück. Also ja, da hat man nicht wirklich beim Staat gespart, sondern das Geld war eben immer billig da. Früher hat Spanien, Griechenland und Portugal im Euroraum Zinsen bezahlt, wie wir auch. Ja? Vor der Euro-Phase haben sie Zinsen bezahlt von 10% und mehr. Und das war natürlich immer so eine Art Freibier. Und das haben die trefflich genutzt und haben geglaubt, dass man das unendlich fortsetzen kann. Das heißt, auch in Europa hat die wirtschaftliche Entwicklung eigentlich nur auf Pump stattgefunden. Sie ist nur über Verschuldung, über Geldproduktion, ja, die stattgefunden. Und deshalb sollten Sie sich davor schützen, zu glauben, dass man da rauswachsen kann. Das ist nämlich die Grundthese derer, die sagen, die Rettungsschirme sind sinnvoll. Ja, die sagen ja, wir müssen jetzt Länder vom Markt nehmen, wir müssen einen Brandmauer machen, dann müssen diese Länder Reformen einleiten und nach dieser Zeit werden die quasi durch ein erhöhtes Wachstum aus dieser Phase herauskommen. Also wie gesagt, diese Folie, die können Sie bis in die 70er Jahre zurückmachen, das Delta wird immer größer. Meine These ist, man kann nicht hier herauswachsen, weil die Ursache dieser Investition ist eben nicht Konsumverzicht von Ihnen oder von mir, sondern ganz im Gegenteil. Ja, diejenigen, die hier investiert haben, die haben das nie erspart. Aber nicht nur die haben es nicht erspart, sondern alle anderen haben es auch nicht erspart. Sondern es ist eigentlich ein Schneeballsystem, das daraus lebt oder davon lebt, dass eine Geldillusion gestartet wird. Dass man quasi aus dem Nichts Geld produzieren kann. Denn das ist letztendlich Kreditvergabe. Die Kreditvergabe in unserem System ist so, dass nicht das, was Sie zur Bank bringen, die 100 Euro oder die 200 Euro monatlich als Student, so viel ist das doch ungefähr, glaube ich, ne? Dass das die Bank benutzt, um es dem Mittelstand an Kredit weiterzureichen, sondern die Banken können ein Vielfaches davon, von diesen 100 Euro, an Kredit vergeben. Das nennt man Geldschöpfung. Es gibt Schätzungen, die sagen, das 50-fache davon kann an Kredit vergeben werden. Und das wird mittelbar gesteuert durch den Zinssatz, den die Europäische Zentralbank oder die Bundesbank früher vorgibt, von der amerikanischen Notenbank FED vorgibt. Ja, je niedriger dieser Zinssatz ist, umso mehr regt das die Kreditvergabe an und je höher der Zinssatz ist, umso mittelbar schwieriger ist es, Kredite zu generieren. Und das führt unterm Strich dazu, dass plötzlich Investitionen, die sich unter normalen Umständen nie gelohnt hätten, sie merken zu Übertreibungen in Märkten, die sie irgendwann korrigieren, weil es ein Scheinwohlstand ist. Und das erleben wir jetzt in Amerika, das erleben wir jetzt in Spanien, das haben wir aber auch in Deutschland erlebt. Ja, Sie sind jetzt alle noch ein bisschen jünger, aber Sie haben die Dotcom-Blase alle nicht miterlebt, nehme ich mal an. Oder vielleicht der eine oder andere Aktionär ist vielleicht unter uns, kann vielleicht berichten davon.
oder Intershop oder wie die alle hießen. Ja, da war auch eine Vermögensillusion da nach dem Motto, das geht unendlich weiter. Und irgendwann hat man festgestellt, oh, das ist doch nur virtuell. Da gibt es gar keine wirklichen Werte dahinter. Und dann haben die Investoren sich daraus zurückgezogen. Und da sich dann plötzlich alle so überlegt haben, hat das dazu geführt, dass der DAX 2001 innerhalb von wenigen Monaten, 2003 war glaube ich der Tiefpunkt dann, auf zweieinhalb, von 8.000 Punkte auf 2.500 Punkte abgestürzt ist. Ja, das war auch das Platzen dieser Blase. Und was haben die berühmten Banken gemacht anschließend? Die haben Luft reingepumpt. Die haben die Zinsen wieder historisch niedrig gemacht und haben die Basis dafür geschaffen, dass wir ab 2003 wieder einen Aufschwung hatten. Bis 2007. Und dann ist wieder die Blase geplatzt. Als die Zinsen angehoben wurden, ist sie wieder geplatzt, die Blase. Und dann hieß es, naja, das müssen wir auffangen, jetzt müssen wir wieder Luft reinpumpen. Und das geschieht jetzt. Aber Sie merken schon, wenn Sie auch den deutschen Aktienindex historisch anschauen, ist ja bis in die 70er Jahre relativ moderat, hat er sich so dahin entwickelt, war nicht so spannend. Aber seit den 80er Jahren gibt es verstärkt Ausschläge an den Börsen. Und meine Prognose ist, dass wir zunehmen. Dass wir deshalb zunehmen, weil dieses billige Geld hier, das sind Anlagemöglichkeiten. Und dieses Erkenntnis der Fehlinvestitionen, das wird sich aufgrund der Vermögensgüter, die dann steigen und die sich dann wieder korrigieren, das wird immer wieder stattfinden, viel schneller stattfinden, viel fundamentaler stattfinden, als das in der Vergangenheit der Fall ist. Denn das, was jetzt stattfindet zur Problemlösung, ist die Ursache des Problems. Das, was die EZB macht, was die Rettungsschirme machen, ist das Gegenteil dessen, was man eigentlich machen müsste. Ja, man müsste eigentlich zur Solidität zurückkommen und nicht das Problem mit noch mehr Schulden, mit noch mehr Geld lösen, weil das die Ursache des Problems ist. Und wir haben aber auch in Deutschland genügend Situationen, wo das dann Auswirkungen auf die reale Wirtschaft hat. Wenn Sie sich anschauen, dass Porsche irgendwann auf die Idee kam, eine der größten Automobilunternehmen der Welt, jetzt demnächst der größte, VW zu übernehmen, fremdfinanziert, nicht mit Eigengeld, was sie gespart haben, sondern fremdfinanziert, ja, dann ist das auch keine natürliche Entwicklung, dass so ein kleiner Automobilbauer aus Zuffenhausen ein zigmal größeres Unternehmen fremdfinanziert übernimmt. Das hat auch nur damit zu tun, weil eine hohe Liquidität im Markt war, wobei die Banken diese mittelständischen Unternehmen bequatscht haben, das zu machen. Mein Name ist Peter Schäffler, Automobilzulieferer aus dem Fränkischen, kam in der Gleichzeit auf die Idee, Continental einen wesentlich größeren Seifenhersteller zu übernehmen. Auch da war der Antrieb, ja, das billige Geld. Die Banken haben, ja, die Schäfflers, nicht verwandt, nicht verschwägert, überredet, das zu tun. Ja, auch da sehen Sie, das hat realwirtschaftliche Auswirkungen. Und die Ursache dafür ist, dass Sparen und Investieren in keinem Zusammenhang steht oder nur in einem sehr marginalen Zusammenhang steht. Das, was Banken an Kredit vergeben, um es nochmal zu sagen, hat in der Regel keiner gespart, sondern das wird aus dem Nichts produziert. Und das ist die Ursache eigentlich dieser Krise und all das, was hier an Lösungsmaßnahmen zurzeit diskutiert wird in der Öffentlichkeit, das sind alles ja, eine Lösung der Symptome oder ein Herumkurieren an den Symptomen, aber hat mit der Ursache eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ja, eine Finanztransaktionssteuer zum Beispiel, die öffentlich dargestellt wird, die kann sich die EU-Kommission wünschen, weil sie schon immer mal eine Steuer haben wollte. Aber sie hat nichts damit zu tun, ja, dass sie die Geldmenge so entwickelt hat. Ja?
Das ist ja auch am Markt keine Frage der Umschlagshäufigkeit von Papieren. Ja? Wenn sich mehr umschlägt, dann muss das nicht zwingend schlecht sein. Ja? Dann führt das eben dazu, dass die Ausschläge vielleicht gar nicht so groß sind. Ja? Also die Finanztransaktionssteuer wird das Problem nicht lösen. Sie schafft vielleicht der Politik ein gutes Gewissen gegenüber der Bevölkerung, weil sie ohnehin die Bösen bei den Banken verbunden. Ja, aber man trifft eben im Zweifel nicht die Banken nur, sondern man trifft halt alle. Man trifft auch den Sparer, man trifft auch ja, jeden Unternehmer, der Finanztransaktionen tätigt, den trifft man genauso. Da kann man sagen, ja gut, sind kleine Zahlen, da kommt es nicht so drauf an. Aber da sie alle nach dem Studium sparen müssen für ihre Altersvorsorge und über längere Horizonte denken müssen, 30 Jahre und 35 Jahre, da kommt dann natürlich am Ende schon ein bisschen was zusammen über so einen Zeitraum. Das heißt, mehr Steuern oder die Steuern auf Finanzprodukte, das löst dieses Problem nicht, sondern eigentlich müssen wir zu solidem Geld zurückkommen. Im Kern muss man die Geldschöpfung in den Griff bekommen. Und da gibt es historisch verschiedenste Versuche. Das ist ja nicht etwas, was jetzt neu diskutiert wird, sondern ist historisch immer wieder diskutiert worden. Insbesondere Anfang des letzten Jahrhunderts ist das sehr intensiv diskutiert worden. Da gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten, die ich kurz anweisen will. Das eine ist das, was ich Ihnen dargestellt habe, das ungedeckte Teilreservesystem beruht letztendlich auf Keynes, der so die Krise bekämpfen wollte immer, auch die Wirtschaftskrise bekämpfen wollte, ja, weil er gesagt hat, wir müssen jetzt investieren, weil er gesagt hat, langfristig sind wir alle tot. Also was morgen passiert, das ist nicht mein vordergründiges Ziel, das zu betrachten. Ja, und die Fonise hat gesagt, ja, heute fressen, morgen hungern, sinngemäß. Ja, das ist die andere Seite, die man betrachtet. Also das Teilreservesystem beruht letztendlich aus der Geldschöpfung aus dem Nichts. Das reine Vertrauen in das Geld, ja, an das virtuelle Geld, ohne dass das irgendeinen Anker hat, wie es historisch immer wieder bis 1971 eben der Fall war. Bis 1971 gab es ja noch ein Fenster, das sogenannte Goldfenster, wo der amerikanische Dollar an das Gold gebunden war und alle relevanten Währungen auf der Welt eben mittelbar an den Dollar und damit auch ans Gold gebunden waren. Das war das System bis dahin. Und Milton Friedman und Irving Fisher haben schon früh Anfang des letzten Jahrhunderts vorgeschlagen, dass eine 100% Reserve fließt. Der Banken bei der entsprechenden Notenbank gehen muss, damit nicht die Geldschöpfung mittelbar über die Banken geschieht, dass die Geldausweitung durch die Kreditvergabe unendlich geschehen kann und die Bank und die Zentralbank das eigentlich nur über den Notenbankzins steuern kann, sondern dass die Geldschöpfung letztendlich in den Griff der Notenbanken kommen muss. Und deshalb haben sie eine 100%ige Reservepflicht der Einlagen bei den entsprechenden Notenbanken vorgeschlagen und haben dann gesagt, ja, die Wirtschaft muss aber trotzdem wachsen und deshalb muss auch das Geld wachsen, der Geldumlauf wachsen. Und daran stößt sich eben gleichzeitig auch Kritik. Ja, weil viele gesagt haben, ja, aber wie sich die Wirtschaft morgen entwickelt, also wie die Geldmenge wachsen muss, das weiß ja keiner. Das ist ja letztendlich Anmaßung von Wissen, wie Hayek es gesagt hat. Also es weiß keiner, wie sich die Wirtschaft im jeweiligen Land morgen und übermorgen entwickelt. Stellen wir jedes Jahr fest, der Sachverständigenrat gibt Schätzungen ab, die in 90% der Fälle nicht stimmen. Ja, weil man es eben nicht weiß, weil es viele Faktoren gibt, die die wirtschaftliche Entwicklung beeinflussen. Das dritte war der Goldstandard, also dass man historisch eben die Notenbanken zwingt,
ja, ihre Geldproduktion an das Gold in irgendeiner Weise zu binden. Das war in der Geschichte meist der Fall. Ja, vor 71 war es meist der Fall, oder bis zum Ersten Weltkrieg war es meist der Fall. Das Problem ist nur, das hat der Staat immer historisch verändert. Immer wenn es Kriege gab, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, ja, hat man diese Phase, Vietnamkrieg, hat man diese Phasen immer wieder verlassen, weil der Staat plötzlich viel Geld brauchte. Hat dann gesagt, jetzt wische ich das einfach mal beiseite, weil jetzt ist die Not so groß, jetzt geht es um unser Vaterland, das müssen wir verteidigen und deshalb müssen wir den Geldumlauf und die Geldschöpfung nicht mehr an das Gold irgendwie binden, sondern jetzt machen wir mal alle Schotten auf. Und das vierte Modell ist das, was Friedrich August von Hayek vorgeschlagen hat, eine wettbewerbliche Geldordnung, eine marktwirtschaftliche Geldordnung. Hayek hat gesagt, ja, der Wettbewerbsgedanke, der ja sonst in der Marktwirtschaft ein tragendes Prinzip ist, ja, wieso soll das eigentlich im Geld gelten? Oder beim Geld gelten? Ja, ist ja auch erstmal besser, wenn es nicht ein Geld gibt, sondern wenn es auch in diesem Teilreservesystem viele Währungen gibt. Ja, wenn die im Wettbewerb stehen, wenn die unterschiedliche Modelle fahren und wenn sie im Zweifel dann das Beste durchsetzt, ja, so wie das zwischen staatlichen Wirtschaftsmodellen auch der Fall ist, Schweiz, Norwegen, ja, Deutschland und andere, jeder macht das ein bisschen anders und in einem Entdeckungsverfahren setzt sie im Zweifel dann das Beste am Ende durch. Daher hat gesagt, das müssen wir im Kern auf das Geldwesen auch übertragen. Wir müssen im Kern das Geldmonopol des Staates abschaffen. Wir wollen nicht das Geld des Staates abschaffen, aber wir wollen verhindern, dass nur der Staat Geld produzieren darf. Da werden Sie sagen, ja, das ist aber auch kompliziert. Ja, wenn dann jetzt plötzlich jeder damit anfängt und Geld produziert. Aber das kann man natürlich in Phasen sagen, wo es keinen erkennbaren Wertverlust des Geldes gibt. Oder zumindest nicht einen schnellen Wertverlust des Geldes gibt. Sondern nur über lange Zeiträume. Ja, also zum Beispiel die Deutsche D-Mark hat 85% ihres Wertes seit der Einführung verloren. Ja, der Dollar bis heute 95%, aber es waren sehr lange Zeiträume. Ja, wenn Sie die Währung in Zimbabwe sehen, ja, da geht das schneller. Ja, und wenn Sie in Zimbabwe wohnen und der Staat sagt, ja, das ist aber mein Geld. Und du musst mit diesem Geld bezahlen. Und wenn du mit anderem Geld bezahlst, dann machst du dich strafbar. Dann haben sie schon mal ein Problem als Individuum. Da können sie nicht irgendwo anders hingehen. Das heißt, sie sind dann an dieses Geld gebunden. Und dann sagt Hayek, wieso eigentlich? Ja, besser ist doch, wenn in einem Entdeckungsverfahren sich das Beste durchsetzt. Kein Mensch will schlechtes Geld halten, sondern es gibt dann eine Tendenz zu gutem Geld. Und zweitens führt das dazu, dass das schlechte Geld einen Anreiz bekommt, selbst sich zum guten Geld zu entwickeln, wenn es überleben will. Das heißt, der Staat mit seinem Geld würde am Ende dem Zwang unterliegen, sein Geld auch gut zu machen. Weil wenn das Geld immer weniger genutzt wird, dann muss er immer mehr auch Zinsen bezahlen, um sich zu refinanzieren. Das heißt, er hat automatisch ein Interesse daran zu sagen, wir müssen selbst unser Geld knapp halten, solide halten, stabil halten. Und das würde am Ende quasi in einem evolutorischen Verfahren dazu führen, dass eine natürliche Schuldengrenze eingeführt wird. Jetzt will ich nicht sagen, dass das morgen umgesetzt wird. Ich bin ja jetzt gerade mit diesem Thema auch angekündigt worden, deshalb wollte ich Ihnen das einmal darstellen, dass das dass dort durchaus noch ein paar andere Überlegungen gibt, als nur immer größere Rettungsschirme zu machen. Was man dazu benötigt, und das finde ich in einer freiheitlichen Gesellschaft nichts Ungewöhnliches, dass man etwas nicht verbietet, sondern etwas, was sich zum Guten entwickeln könnte, auch zuzulassen. Es muss keiner von Ihnen oder ich muss dieses Geld verwenden, aber der Staat sollte es nicht verbieten.
wenn es die Durchlässigkeit von einem ins andere System jeden Tag gibt, dann führt das dazu, dass auch der Staat zu einer Krise dieses System nicht von heute auf morgen wieder wechseln kann. Das heißt, der Wettbewerb, der führt im Zweifel dazu, dass der Staat sich dieses Monopol nicht wieder so leicht aneignen kann. Wenn die Menschen sich an diese Freiheit gewöhnt haben, dann werden sie alles dafür tun am Ende, dass diese Freiheit auch erhalten bleibt. Und das war der Grundgedanke. Und Friedrich von Hayek hat dann damals in seinem Buch Die Internationalisierung des Geldes, ist jetzt wieder neu aufgelegt worden, übrigens, sehr schönes Buch, kann ich empfehlen, so im Jahr 1976, hat davon gesprochen, dass es eigentlich eine Freigeldbewegung auf dieser Welt geben muss, die dazu führt, dass ähnlich der Freihandelsbewegung des 19. Jahrhunderts, wo man auch gesagt hat, Freihandel ist eine scheiß Idee, will keiner haben, ja, ist ein Hof, ja, wir brauchen Zölle, wir brauchen Marktabschottung, wir müssen unsere Wirtschaft schützen. Ja. Die Freihandelsbewegung des 19. Jahrhunderts, die dann Adam Smith und andere früher schon eingefordert haben, ist irgendwann dann auch durchgesetzt worden, zu einer späteren Zeit. Und ich glaube, dass diese Freihandelsbewegung, so wie Friedrich August von Hayek sie eingefordert hat, dass man die jetzt auch beginnen muss. Und dass das eine Schicksalsfrage auch für unser Land ist, das hat auch Walter Eugen gewusst, einer unserer Gründerväter der sozialen Marktwirtschaft. Der hat in seiner Geschichte zwei Währungsreformen erlebt. 1928, 1948. Und er hat in seinen Grundsätzen der Wirtschaftspolitik, in einem seiner Standardwerke, Lenin zitiert. Das ist für die Jüngeren hier, das war kein Liberaler. Und Lenin soll gesagt haben, wer die bürgerliche Gesellschaft zerstören will, der muss ihr Geldwesen verwüsten. Und Sie stehen jetzt am Beginn Ihres Berufslebens. Sie sollten alles dafür tun, dass das nicht geschieht. Vielen Dank.